Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück im Krieg in Season 17. Das ist Krieg 6 und damit haben wir die Halbzeit erreicht. Das ist der schlimmste Krieg, den ich jemals ever überhaupt abgeliefert habe. Große Katastrophe. Elend könnt ihr euch gleich angucken. Ich hatte viel Böses auf dem Weg. Gekämpft, haben wir auf Stufe 3. Bewertet worden sind wir nach Stufe 4. Kein Plan, was da wieder schiefgegangen ist. Schrecklich. So, weil ich viel Böses auf dem Weg habe, dachte ich mir, na gut, mach's Boost an, klopfst die Domino hier mit Corvus weg. Ich hatte nicht viele Optionen. Weil das die Knoten von Stufe 3 sind. Der Timer scheint ein bisschen ein anderer zu sein fürs Unaufhaltsam. Naja, gut. Ist ein bisschen ungünstig gelaufen. Zweite Superkraft rettet mich. Nein. Kein Kraftraub. Ungünstig. Sehr, sehr ungünstig. Naja, dritte Superkraft gefressen. Umgefallen. Ja. Mist. War ich ein bisschen frustriert. Genervt. Dachte mir, gut, okay. Itembestand, naja, es ist halt teuer, aber zweiter Versuch wird schon gehen. Ne? Nimmst dich jetzt ein bisschen zusammen. Kriegen sie pariert, schlagen ein paar Mal drauf rum. Und dann passiert's. Mist, schon wieder drauf reingefallen. Gut, nimm dich zusammen, Keule. Hol dir die zweite Superkraft, wird schon. Ja, ne, der muss man entweder ausweichen oder sie auf den Block nehmen. Ne? Anders frisst man sie und geht halt drauf. Boah. Ich war dezent angenervt. Hab jetzt an der Stelle dann auch schon die kleineren Serien anfangen müssen. Glücklicherweise bin ich so ein Sammelidiot. Ne? Hauptsache Bestand voll. Ja. Habe ich nie gebraucht, ne? Jetzt aber schon. Super. Gut. Nachdem wir hier schon mal wieder drauf reingefallen sind, ist er mir hier ausgewichen, konnte mich hier aber mit der zweiten Superkraft glücklicherweise noch retten. Hier war die Betäubungszeit ein bisschen kurz. Jetzt wollte ich Zeit abfrühstücken. Hat auch gerade so hingelangt, allerdings hat es mir dann die Gläfe gekostet und das, naja, reden wir nicht drüber. Gläfe weg, dritte Superkraft, das wäre jetzt so oder so hinüber gewesen. Drei Kills. Items aufgebraucht, keine mehr einzusetzen. Erster Gegner steht noch. Boah. 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 Alter, Azubi, was hast du hier gemacht? Dämlicher Vollidiot. Also es war mir definitiv eine Lehre. Das werde ich so nie wieder angehen. Nie wieder. Komme, was wolle, dann fresse ich halt auf dem Weg irgendwo anders den einen oder anderen Kill mehr. Aber ich kann definitiv viel mehr abliefern. Also das war echt, das war richtig schrecklich. Ich war glücklicherweise nicht der Einzige, der Probleme hatte. Mussten das ein bisschen gestaffelt angehen in unserer Kampftruppe. Bin ganz froh, dass das Team gut mitgespielt hat. Auch wenn ich tagsüber nicht viel Zeit hatte, das Ganze irgendwie zu koordinieren. Hatte einen Arbeitstag. War der zweite Tag nach der dezenten Öffnung in der Corona-Krise. Und es waren nur Verrückte in meinem Geschäft. Nur Idioten. Nur sinnloser Schmarrn, wo man sich denkt, Leute, bleibt doch zu Hause, ist doch okay. Macht euch keinen Kopf. Na gut, muss es auch geben. Ne? Die Emma Frost, bin ich ganz dankbar. Keine umgekehrte Steuerung, weil nicht erweckt. So oder so hätte ich es auf den Block genommen. Ne? Also Schaden ist ja relativ mau, halb so wild. Und das klappt relativ gut. Und dank der Synergie mit dem Cosmo, dem kosmischen Champion, kriegt Cap ja Rüstungsbruch auf dem Parry, also es wäre so oder so ein gutes Ding gewesen. Und damit das für euch nicht so langweilig ist, das Ganze nur bei zwei Kämpfen zu belassen, hat mir der Terror-Tom freundlicherweise Kämpfer der Miniboss-Insel der linken Seite zukommen lassen. Erster Gegner ist hier Nick Fury.
Ja, sorry, ist halt nicht die übliche Spielmusik. Müsst ihr jetzt durch? Ich auch. Ich bin froh, dass ich überhaupt Videos gekriegt habe. Ja, da ein bisschen Schaden gefressen. Naja, Mensch, meine Güte, das kommt vor bei einem Nick. Hauen wir ihn hier rein. Bis zur zweiten Superkraft geprügelt. Das ist schon mal ganz gut. Ihn lässt sich ja relativ easy ziehen. Und dann geht das hier munter fröhlich weiter. Und kritisches Versagen hilft halt hier auch ganz gut weiter. Arbeitet hier mit der dritten Superkraft. Warum, weiß ich nicht. Ich habe es ja nicht gespielt, ne? Ist jetzt aber auch nicht so falsch zu einer zweiten Superkraft. Ich kenne die Knoteneigenschaften leider gerade nicht aus dem Kopf. Nichtsdestotrotz prügelt er den Nick auch wieder zur zweiten. Das sieht soweit ganz gut stabil aus. Dass er sich zu Beginn ein bisschen Treffer kassiert hat, damit den Degenerationsschaden genommen hat, ne, weil er die höchste Combo verloren hat. So viel weiß ich immerhin noch von dem Knoten. Ist ungünstig, aber es passiert. Der Gegner ist betäubungsimmun. Drischt ihn hier auf dem Heavy. Das hat ganz gut geklappt. Die zweite Superkraft würde ich an seiner Stelle jetzt nicht holen. Hat leider nicht funktioniert. Das Liv ist noch nicht weg. Ja, gut. Immerhin teilweise Schaden von der zweiten Superkraft reingedrückt. Booster sind an. Kann also instant die dritte Superkraft zünden. Das ist eine coole Technik. Ja, ist okay. Wobei ich ehrlicherweise, also ich persönlich versucht hätte mit der zweiten Superkraft zu warten, bis der Degenerationsschaden vom Nick abgelaufen ist. Aber gut. Na, jeder spielt für sich selber, jeder muss so seinen eigenen Flow haben. Ich will das ja nicht kritisieren. Es sieht sehr, sehr gut, sehr stabil aus. Kriegt es ja auch sehr gut auf Kette, ne? Also kein Grund zur Kritik. Das, was halt Schaden macht im Laufe der Zeit, ist der Degenerationsschaden. Weil am Anfang ein bisschen duselig war. Glücklicherweise war die Combo noch relativ klein, darum hielt sich der Tick in Grenzen. Aber über die Dauer des Kampfes hat es halt TP gefressen. Ist halt so. So. Zweite Gegner, Domino. Erste Superkraft ist nicht abwehrbar. Ist ganz klug gestellt. Muss man tatsächlich mit dem Technologie-Champion rangehen? Da der liebe Terrortom einen Rang 2 Warlock hat. Was mich ziemlich neidisch macht. Ist das eigentlich ein relativ guter und leicht abzufrühstückender Gegenstand. Kämpft ja auch ziemlich sicher, das ist total okay. Die offensiven Eigenschaften werden dank der Infizierung um, ich glaube, 30% reduziert. Ja, doch. Allerdings hat die Domino aktive Buffs durch den Knoten, meine ich zumindest, dass das als aktiver Buff zählt. Das heißt, die Infizierung müsste deutlich kürzer laufen. Da ich im aktiven Spiel jetzt nicht so sehr viel Erfahrung habe mit einem Warlock, ich habe halt nur 4 Sterne aufgewertet, kann ich es jetzt so genau gar nicht sagen. So vom Draufschauen, vom Timing her, sieht es erstmal so aus, dass es keinen Einfluss auf die Infizierung hat. Nichtsdestotrotz, es läuft ganz gut. Ein bisschen Schaden hat er sich gefressen, weil er die erste Superkraft einmal kassiert hat, aber meine Güte, Komfort. Ich finde es jetzt nicht so sehr schwer, die erste Superkraft zu holen. Es ist halt nur hier, wie wir gesehen haben, ein bisschen heiß vom Timing, direkt hinterher auch wieder ranzugehen und die dann zu kriegen. Also klappt bei mir definitiv auch nicht immer. Der Heavy war durchaus unnötig. Aber gut, wird wohl nervös geworden sein, weil er TP-Balken so abgenommen hat. Alter Schwede, der Warlock macht ja doch ganz schön Schaden. Okay. Na, gucken wir mal. Vielleicht kriege ich ihn auch noch irgendwann. Stelle ich ihn mir irgendwie irgendwo hin zum Benutzen. Mal gucken. Neidisch bin ich auf jeden Fall. So. Wenn er sich jetzt nicht groß was einreißen lässt, holt er das noch One-Shot. Erste Superkraft ausgewichen. Jetzt intercepten.
Sie spielt ja auch gar nicht mit. Okay, hat er sich intercepten lassen. Schade. Okay. Ist sehr ärgerlich. Sehr, sehr ärgerlich. Bei 4500 nochmal umgehauen zu werden. Aber keine Panik, ne? Ist keine Kritik, ne? Ich kenne das am ersten Knoten mehr als genug, ne? Das haben wir schon einige Male gesehen. Ah, schade. Gut, mit Domino hat das denn hier beendet. Hervorragend. Das ist echt bitter. Ja, was soll's. So, Havok auf dem Kraftzufuhrknoten mag man erstmal meinen, sei sehr, sehr anstrengend. Es kann ich ehrlicherweise aber gar nicht bestätigen. Ich habe das Offseason mal mit einem Void gemacht, komplett ungeboostet. Ja, Stufe 4, nicht Stufe 3, sorry. Da ging das locker flockig von der Hand. Da ging das echt locker flockig von der Hand, wo man halt drauf achten muss, dass man guckt, dass man ihn zur zweiten Superkraft drischt und die dann auch wirklich holt und die erste nach Kräften umgeht. Dafür ist der Knoten aber auch relativ dankbar, ne? Also eine volle Combo reicht fast aus, um den zweiten Superkraftbalken voll zu kriegen. Hier hat er es ein bisschen übertrieben. Holt sich dann die dritte Superkraft? Sieht so aus, als sei hier ein Unzerstörbarkeitsboost an. Ja, ist an. Also mit Absicht. Nehmen wir es in Kauf, ist total okay. Spielt ja ziemlich auf Sicherheit. Ja, Havok. Havok ist echt eine böse Schlampe, wenn es um sowas geht. Dann dreschen wir hier nochmal die zweite Superkraft rein. Schade, kein kritischer Treffer. Wir sehen jetzt also die nächste dritte Superkraft. Der Unzerstörbarkeitsboost müsste noch funktionieren. Ja, tut er. Hervorragend. Allerdings hat ihn die Plasma-Detonation umgehauen. Verdammt. Okay, gut. An der Stelle, ne, deshalb ist so wichtig, die zweite Superkraft zu holen, die Heavys zu holen, dass die Plasma-Ladungen gar nicht so aufstecken. Schade, hier ist er dem Heavy nicht ausgewichen. Jetzt wird es echt haarig. Also sobald hier in der Rückkopplung der Plasma-Debuff kommt, fängt das an, Schaden zu verteilen. Sagt der Heavy. Ein Unzerstörbarkeitstreffer haben wir noch. Das ist die dritte Superkraft, die wir hier sehen. Ist semi-optimal, die zu zünden. Geht, kann man machen. Wandelt komplett die Ladung um, aber immer heiße Kiste. Nichtsdestotrotz im zweiten Anlauf auch den geholt. Sehr schön. So, dann zurück zu mir. Ihr seht den Timer. Ich war die Zeit über wirklich total eingespannt. Ich hatte gerade mal Zeit, Nachrichten zu gucken. Bisschen zu delegieren. Ich hatte aber auch große Hilfe. Also der Tarot Tom, der weiß, wie ich denke. Der hat das ganz gut gemanagt. In meiner Abwesenheit. War total okay. Gibt zwar durchaus kleinere Kritikpunkte, aber hey, komm, Mensch, meine Güte, dafür, dass wir hier als Team das erste Mal mit Stufe 3 hier zu tun hatten, ich auf dem neuen Weg mit Stufe 3 das erste Mal zu tun hatte. War okay, zufrieden, 100% geholt in der KE, total in Ordnung. Wir haben verloren. Es liegt daran, dass der Gegner einen sehr schlauen Zug zum Ende hin noch gemacht hat. Die haben in einer Kampfeinheit einen Sektor ausgelassen, einen Abschnitt. Wir auch, in einer Kampfeinheit. Allerdings blieb so lange einer hinten stehen, bis wir im Prinzip komplett durch waren. Und dieser eine ist dann in den freien Sektor gesprungen und hat noch zwei Gegner gelegt. Und mit dem minimalen Punktvorsprung von, 150 Punkten, haben wir dann verloren. Kommt vor. Platin 4 sind wir immer noch ein bisschen hochgekämpft, haben wir uns Rang 117. Durchaus okay. Gucken, ob es was wird. Wir werden es sehen. Ich hoffe, ihr verzeiht mir über meine äußerst schlechte Leistung. Ich habe heute mal auf das Schaf verzichtet. Ja, ich habe heute mal auf das Schaf verzichtet, weil, nein, das Elend muss jetzt nicht noch weiter unterstützt werden. Ich hoffe, ihr bleibt mir trotzdem treu. Zu lachen gab es bestimmt einiges. In dem Sinne, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Macht's gut. Ciao, ciao.